Am Dienstag unterzog sich der kroatische Nationalspieler Marko Mamic beim SC DRFK erfolgreich dem obligatorischen Medizincheck. Der 25-jährige Neuzugang wechselt vom polnischen Rekordmeister Wiwek Jelce in die Messestadt und erhält hier einen 3-Jahres-Vertrag bis 2022. Das Besondere an dem 2,3 Meter großen Kroaten ist, dass er ablösefrei zu den Grün-Weißen wechselt. Ein Argument für seine Entscheidung, nach Leipzig zu gehen, begründet er unter anderem auch mit der Qualität der deutschen Handball-Bundesliga. Besonders, das ist jedes Spiel einfach stark und kannst du nicht sagen, einfach wir spielen morgen gegen diese Mannschaft und dann locker gewinnen. Einfach jedes Spiel hast du seine Chance und kannst du gewinnen. Das Gehalt des halblinken Rückraumspielers wird durch das Engagement von knapp 50 Sponsoren übernommen. Dadurch konnte der Transfer nicht nur realisiert, sondern laut SCDFK auch der Gemeinschaftsgeist der grün-weißen Handballfamilie eindrucksvoll untermauert werden. Und für Mamic gibt es schon jetzt große Ziele. Mit Ziel, dass wir machen ein gutes Ergebnis hier, wir machen ein gutes Resultat, einfach da wir gewinnen, wie viel es möglich Spiele und vielleicht Europa schaffen. Mit dem europäischen Wettbewerb kennt sich der Kroate bestens aus. Mit seinem ehemaligen Club Wiwek Jelce kämpfte er Anfang Juni beim Final Four in Köln um die Champions League und belegte dort den 4. Platz. Seine Erfahrung auf dem internationalen Parkett können die Leipziger in jedem Fall gut gebrauchen.